Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Hey, Artyom. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Hab sie! Ja. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Ja, das machen wir natürlich gleich. Aber erstmal herzlich willkommen. Piep, piep. Zu Metro 2033 Redux. Ja, eins meiner absoluten Lieblingsspiele mit, ne? Öffne das Tor, ich gebe dir Deckung. Ja, mach ich. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Ja. Ja. Lieblingsspiel. So. War nichts mit drehen. So. Ja, Lieblingsspiel. Habe ich damals. Schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Hey, das Feuerzeug. Die Standardversion, die als erstes rauskam, Metro 2033, für die Xbox 360 gehabt. Damals. Könntest du jetzt mal die Schnauze halten? Versuch was zu erzählen. Hintergrundstory zu diesem Spiel? Nee, natürlich nicht. Lebensgeschichte, die keinen interessiert. Nee, habe ich damals für die 360 bekommen und war ich sofort Feuer und Flamme, ne? Voll geil. Wobei ich ehrlich gesagt das Anfangsspiel, also das erste Spiel, viel geiler finde als das hier, weil war authentisch. Viel geiler. Und ich hatte solche Schiss in der Hose. Selbst wenn ich es jetzt spiele, wäre ich definitiv an manchen Stellen noch erschrecken. Okay, auf nach oben. So, aha. Mhm.
Anscheinend kann er zu Hause. Oh, was bist du? Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Topf. Immer gefragt hab. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Okay. Es ist ganz nah am Tor. Manchmal haben die Gasmasken auf, obwohl die so einen Helm haben, ne? Und manchmal haben die halt den Helm. Ja, so viel dazu. Versuchen wir es mal mit Sie. Artyom, lass uns gemeinsam. Ja, ist klar. Aus der Verankerung gerissen oder was? Ich weiß gar nicht, wie das befestigt war. Und hier ist es. Das hängt einfach nur so drinnen. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn... Fahren Sie mich fast um. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bilde deinen Kreis! Auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Hab ich auch nie verstanden, warum die härter sein sollen als in der Bibliothek. Scheiße! Feuer frei! Ernst jetzt? Stellung halten! Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam.
Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Ja. Schön Energie sparen hier, ne? Ausmachen. So. Gehen wir, Artyom. Ja, ich komm ja. Scheiße, Schweine, Kranke. Ich habe es schon schlimmer. Hallo. Ja, Nikolai. Hallo, Artyom. Los. Abknallen. Das ist nicht. Wie geht's dir so? Was ist denn da? Aha. Aha. Schön. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Hallo. Was können wir denn noch tun? Hallo, ist jemand da? Niemand zu Hause. Nein? Okay. Servus. Die werden uns alle umbringen. Sagst du? Wer wird uns umbringen? Sergej. So. Hallo, Artyom. Hallo. Alles klar? Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Ach du Scheiße. Ich verstehe. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Genau. Mami, müssen wir noch lange warten? Was ist mit Alexei? Er war mein Bruder ist im Krankenhaus. Lasst ihn in Ruhe. Der Arzt hat nichts gesagt. Oh. Alexei war dabei. Hat Peter. Ihn jemand gesehen? Der Hauptmann Geben sagt, er sei Ruhe. In Ordnung, aber... Ah, ich hoffe, er lebt noch. Hallo? Hallo, alles gut? Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen auch das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das... Gott, wird das jemals aufhören? Ich ertrage es nicht mehr. Der sieht ziemlich demoliert aus. Hallo, alles in Ordnung? Von mir weg! Alles in Ordnung? Wie geht's dir? Ach ja, die armen Leute hier, hä? Los, hör auf zu quatschen, weiter hier. Zum Teufel! Wer kann das sein? Es ist Hunter, klopfe nicht an! Öffne das verdammte Tor! Willkommen, Hunter! Danke, und jetzt schließt euer Tor! Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Hallo. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Hm.
Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Oh, danke schön. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefällt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell eine Waffe. Gib mir die AK. Ist besser. Wird mir. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Unkraut vergeht nicht. Vor allen Dingen hast du gar nicht gemacht, du Penner. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auf wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe. Mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Wachposten zerstört! Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich.
In Ordnung. Schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Geht los. Mit. Ei, da haben wir eins vergessen. Wollen wir das liegen lassen? Das ist natürlich scheiße. Egal. Schön Licht ausmachen, ne? Damit auch Energiesparmodus an ist und sowas. Ist ja was Neues. Läuft immer nur der gleiche Rotz. Was geht ab? Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Okay. Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ja, Strom sparen, Leute. Strom sparen. Geht natürlich nicht. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Und sie hat recht. Verdammt, hältst du jemals deine Klappe? Ernsthaft, Mensch. So redet man doch nicht. Dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Ach ja, ich glaube, sie kommt nie wieder. Ah, nein! Oh, Scheiße. Ein Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Und da kommt der große Typ also rüber und sagt... Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal ausmecken. Okay. Wir haben auch schon, ne? Ach ja, das war die. Niemand zu Hause! Ach Mann. Überall Dreck. Wer ist da? Leute sind Artyom, bist du das? Was ist da? Alles in Ordnung? Überall. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Was? Seh ich. Ich bin Dreck? Na dann bist du scheiße, okay? Bist du das, Peter? Ja. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Kannst du sie nicht selbst öffnen? Nö. Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Was für ein Schlüssel? Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Wieso nicht? Ach man. Jo, was geht ab? Wenn du redest, läuft herum und hinterlässt Fußspuren. Wer ist er?
scherz dich nicht drum, wer hinter dir alles Du bist es, Artyom. Da wird jeder sauer. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Wie schläft denn da drinnen? Ach ja. Peter, habe ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mache mir da solche Sorgen. Okay, Papa, tut mir leid. Dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Das ist noch schlimmer, als der Arzt zu sein, der die Guillotine erfunden hat. Und jetzt benutzen wir Patronen als Währung? Wie krank ist denn das? Denk mal drüber nach. Eine Kugel ist ein Leben. 100 Gramm Tee kosten 5 Leben. Ein Würstchen? Die Kleinigkeit von 15 Leben. Eine schöne Lederjacke? Du hast Glück. Sie ist im Angebot. Nicht 300, sondern nur 250 Menschenleben. Ja, der tägliche Umsatz des Marktes dürfte ungefähr der Anzahl Leben aller übrigen Metrobewohner entsprechen. Das ist hammerhart, aber wahr. Hey du, komm mal hierher. Es geht ab. Sprechen verboten, hast du gehört? Und du, Artyom, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Ja, sehe schon so. Ja, so ist das. Die haben mich geschnappt. Zur Hölle mit euch allen. Irgendwie muss man schließlich über die Runden kommen. Scheiße. Tja, Pech. Letztes Mal nicht erwischen lassen. Nicht? Ist einfach so. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirien war still, aber die anderen übertrugen, einschließlich der Atom-U-Boote. Sie warteten auf Befehle. Sollen wir zuschlagen? Niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab. Marinekapitäne weinten über Funk wie Kinder. Die Mannschaften baten mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Andere meinten, dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die U-Boote meldeten sich lange Zeit immer wieder per Funk. Sie konnten mindestens ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Manche von ihnen wurden zerstört, aber nicht alle. Ich zittere noch immer, wenn ich an diese Tage denke. Naja, hoffen wir mal, dass das die Realität ist. Oh, alles klar, nehme ich an. Zumindest geht's nicht schlecht. Tu etwas. Besorge das Geld, um Medikamente zu kaufen. Bitte. Mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Klar. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ja, klar. Schau mal, das ist ein richtiger Helm für sie. Der da ist auch nicht schlecht, aber der ist genau richtig. Ja, nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwas zu sehen zu haben. Wo sind die hingerannt? Hau auf, Artyom! Damit niemand das Leben verloren ging. Sich
Sicherheit. In Ordnung. Bedienen Sie sich. Es gibt eine große Ausbildung. Scheiße, das Buch. Deshalb erzähle ich das. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund der Soldaten. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Was soll ich dir mitbringen? Patronentausch? Du säufst, als ob es keinen Morden gibt. Und es wird keinen geben, wenn du deine Mutter nicht nach Hause bewegst. Okay, Papa? Du bist es, Alter. Einverstanden. Gehen wir. Lass mir etwas ausruhen, ja? Sei lieb zu deinem Mann. Lass mich in Ruhe, ich krieg das selber hin. Du schließt dich der Karawane an, Artyom. Dann viel Glück. Hallo, Artyom. Sieh mal, ich gebe dir das Buch morgen zurück, okay? Habe es noch nicht durch. Jojo, kannst behalten. Brauchen wir nicht mehr. Hallo, Artyom. Was geht ab? Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Ich will so eine AK, bitte. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Nö. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Jo, danke. Bis später. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden... Hi, wie geht es dir, Artyom? Das geht ab. Es gab noch andere in Bad, in St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht aber auch anders. So wie das da ja weiter. Aber das sind so viele Jahre. Ach man, egal. Kann ich die haben? Komm herein, Junge. Bist du bereit aufzubrechen? Jo. Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom. Noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Aha. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Tschüss, Papi. Kann ich deine AK haben? Bitte. Krieg ich die? Los. Ich baue was Ordentliches. Oh, hier. Ich weiß gar nicht, wie man die kriegt. Schön. So, gucken wir mal, hier müsste ja irgendwo was rumliegen, ne? Okay, das reicht. Runter damit. Da. Scheiße, mein Rücken. Mein Rücken. Hi, Artyom. Wie wäre es mit einem Ferkel? Ein mächtig feines Haustier, muss ich sagen. Ja, wenn es groß ist, kannst du den Schick machen. Festhalten, festhalten. Ich halte sie ja schon. Ich hab dir gesagt, was ist denn das Schwein eigentlich? Luft. Artyom! Artyom! Hier! Sei gegrüßt! Du bist also bereit aufzubrechen? Ich bin bereit. Bist du bereit? Dann los! Okay. Dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden.
Du setzt dich dahin, Atjom. Und du, Eugene, setz dich dahin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey, Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Naja. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zu Pullis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Wow. Entweder ich das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam mich die Angst und ich rannte davon. Langsamer, Jungs! Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Na, es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Alter, dein Gewehr steckt dir im Rücken, Digga. Digga. Hasse dieses Wort. Ja. Gute Fahrt. Wir fahren eine Dreisin aus der Waffe. Wir werden also ankommen. Soste. Mal nachladen alles hier. Jo, ist alles. Man hätte nur noch ein Magazin gegeben, der Penner. Wie soll ich mich damit verteidigen? Verdammt tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Atjom. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit Sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! 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 Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Da, da ist er. Oh mein Gott. Schwein. Atjom! Was ist das? Oh. Atjom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jetzt! Thank you.
Schwarzen waren im ersten Metro viel bedrohlicher. Erstens wüsstest du nicht, wie die aussehen, und zweitens waren flüssische schwarzen Schatten. Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Nein, mach Eier. Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Hebel! Wach auf! Komm! Atom, nimm meine Schrotflinte! Los jetzt, schneller! Warum sind die eigentlich so langsam? Wir sind fast an der Streckensperre! Sie ist nicht mehr weit! Hasse! Streckensperre! Wir sind da! Oh Gott! Komm hierher! Schnell! Nicht den Flammenwerfer benutzen! Gib ihm eine Chance! Lass uns ihn in den Marsch blasen! Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken.